Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Einige von euch wissen vielleicht schon, dass ich an meiner Schule in der Banking AG bin. Und da war heute Tag des Unternehmergeistes. Dort waren 4 Unternehmer zu Gast und ich hatte die Chance, eine Präsentation zu halten über Lumaprints und alles, was ich so unternehmerisch und selbstständig mache. Und die seht ihr jetzt. Okay, hallo und herzlich willkommen zu meiner Präsentation. Und zwar stelle ich euch heute vor, wie man als Banking AG Mitglied selber ein Unternehmen gründen kann oder damit anfangen kann. Und dazu erzähle ich euch meinen Einstieg in die Unternehmerwelt. Erstmal ein bisschen was zu mir. Ich bin Matteo Wielek, 16 Jahre alt, bin in die 10. Klasse hier an der Schule und bin seit 2019 in der Banking AG. Wie man hier sieht, das hier ist ein Bild aus New York, das waren wir auch mit der Banking AG vor 2-3 Wochen, vor einem Monat oder so, weiß ich nicht mehr, in New York. Und über mich so an Hobbys, ich spiele Fußball, ich mache viel mit Videografie, hier seht ihr vielleicht auch meine Kamera, die David gerade hält, und 3D-Druck. Diese drei Sachen werden heute auch noch wichtig, denn ich erkläre euch ein bisschen, wie ich in Selbstständigkeit und Unternehmertum reingekommen bin und wie alles angefangen hat und wie sich jetzt alles entwickelt. Das Ganze hat im Dezember 2019 angefangen, da bin ich in die Banking AG beigetreten. Das war damals noch in der 9. oder so. Also ich war schon mal in der 11., jetzt bin ich in der 10., also es ist ein bisschen mehr als ein Jahr her. Beim Planspielbörse 2020 mitgemacht mit David, der gerade die Kamera hält, und gemeinsam haben wir dann den ersten Platz hier in der Umgebung gemacht und auch in Nachhaltigkeit waren wir auch Erster und dann haben wir ein Preisgeld von 800 Euro gewonnen. Das haben wir dann gesplittet und ich habe mein eigenes Depot eröffnet. Zu Weihnachten habe ich das von meinen Eltern geschenkt bekommen, das läuft dann halt über meine Eltern, aber ich führe es und so habe ich halt den ersten Umgang mit Geld quasi schon gelernt und dort habe ich halt mein Geld, was ich gewonnen habe, meine 400 Euro investiert. Nach einer Zeit hatte ich dann auch Gewinn, dass ich mir meine erste eigene Kamera kaufen konnte, die David gerade auch hält, wie gesagt. Und ich habe halt dann die Videografie mir beigebracht, das war ungefähr so in der Corona-Zeit, da habe ich Videos geschnitten. Wichtig ist zu wissen, ich habe schon lange, bevor ich meine erste Kamera gehabt habe, mit Videografie angefangen, denn man sollte sich nicht einschränken, nur weil man jetzt nicht die beste Kamera hat, dass man noch nicht anfängt, denn ich habe mir halt in der Corona-Zeit beigebracht, wie man Videos schneidet, wie man filmt, vielleicht hat einer von euch das schon mal gesehen, in der Schule, für die Schule, für die Film AG habe ich schon mal was gemacht oder halt für mich selber. Dann kam das Ganze halt so dazu, dass ich das als freiberuflich mache, also ab und zu mal bekomme ich einen Auftrag und den nehme ich dann an und dann mache ich ein Video für was auch immer, zum Beispiel seit neuestem für eine Fahrschule und dann drehe ich dort und schneide ich und so bin ich ein bisschen ins Selbstständige, Freiberufliche gekommen, habe ich immer ab und zu mal Aufträge gehabt, manchmal mit Bezahlung, manchmal freiwilliger Basis, aber das Gute dabei ist, dann hat man halt etwas, was man halt zeigen kann, dass man das schon gemacht hat. Dann im November 2021 habe ich mich mit anderen Banking AG Mitgliedern beworben bei der Garage 33 bei der Startups Tool. Und dann sind wir für mehrere Monate immer zur Uni Paderborn gefahren und haben dort bei einer Startup School beigebracht, wo wir Gründerworkshops hatten und dann man halt vieles gelernt hat, auch das wir gerade eben gemacht hatten mit dem Geschäftsmodell kurz aufbauen. Dann hatte man seine eigene Idee, die konnte man entwickeln. Und so kam es dazu, dass ich zu einer Startup-Idee kam und mir ungefähr ein Jahr oder eigentlich fast genau ein Jahr, nachdem ich mir eine erste Kamera gekauft habe, meinen ersten 3D-Drucker gekauft habe. Und aus meinem 3D-Drucker sind dann auch die Startup-Idee entstanden. Und zwar mache ich das Ganze zusammen mit meinem Bruder. So ergibt sich auch der Name Luma Prints, also 3D-Druck. Luma für Lu, für Luan, und also mein Bruder, und Ma für Matteo. Und wir haben halt eine Idee von innovativen 3D-gedruckten Sachen, um einfach nur mal zu zeigen, was man alles 3D drucken kann. Vielleicht seht ihr hier meine Fliege. Die habe ich hier gestern 3D gedruckt. Gebe ich gerne einmal rum. Und wir hatten auch, wie ihr hier vielleicht schon seht, die Idee zu einem ersten Produkt. Ich habe euch ja vorhin schon gesagt, dass ich Fußball spiele. Mein Bruder auch. Und uns haben Schienbeinschoner immer so ein bisschen gestört.
Also hatten wir die Idee, dass wir mal Schienbeinschoner 3D drucken. Dann haben wir den ersten Prototypen gedruckt und den seht ihr hier. Ich habe ihn auch dabei. Und zwar hier. Und das Besondere bei diesem Schienbeinschoner ist, ich habe mein Bein, hier seht ihr den Schienbeinschoner, ich habe mein Bein gescannt und aus der Kontur des Beines einen Schienbeinschoner erstellt. Ich gebe den gerne mal rum, ihr könnt gerne mal fühlen, der ist aus elastischem Material. Das war hier, was ich gerade rumgebe, ist der erste Prototyp. Mittlerweile habe ich schon 10 Paare ungefähr gedruckt, wo ich immer teste, klappt das denn auch das, was es soll. Ist ja schön und gut, wenn der genau ins Bein passt und schön aussieht, aber er soll immer noch einen Tritt abhalten. Und das sind wir gerade halt am Testen. Ihr könnt gerne mal, keine Ahnung, den mal ein bisschen biegen oder draufhauen. Dann passiert schon nichts. Wenn, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Und das Besondere ist dann halt, nachdem wir das Bein gescannt haben, drucken wir halt die Form 3D aus flexiblem Filament, das nennt sich TPU. Und dann seht ihr hier, wir haben dann so innen so eine Schaumstofffolie, die wir dann mit dem Lasercutter mittlerweile, das ist ein Lasercutter von der Uni Paderborn, in diesem Gründerzentrum in der Garage, da kann man die frei nutzen. Bei den Prototypen habe ich es noch mit der Schere gemacht, da kleben wir halt diese Innenfolie, damit es nicht rutscht und damit es angenehmer am Bein ist, in den Schienbeinschoner rein. Und dann haben wir unser fertiges Produkt. Ja, das sind wir beide noch. Ihr könnt den gerne einmal rumgeben. Ich glaube, der ist schon irgendwo da hinten. Das ist halt unsere erste Produktidee gewesen. Aber wir wollten uns nicht nur auf eine Sache fokussieren und haben halt auch schon viele andere Produktideen. Zum Beispiel hatte, keine Ahnung, ich glaube vor 2 Wochen meine Mutter Geburtstag und ich hatte noch kein Geschenk einen Tag vorher. Also habe ich wie immer eigentlich meinen 3D-Drucker genutzt und Vasen gedruckt. Und da haben wir uns auch was ausgedacht. Ich habe auch eine Vase dabei. 3D gedruckte Vasen sind auch etwas, was wir in Zukunft machen könnten. Denn sie sehen cool aus, sind einfach zu machen. Und ja, ich wohne direkt neben einem Blumengeschäft. Ich könnte die drucken, den bringen und die dort weiterverkaufen. Das ist einfach eine weitere Produktidee, die ich hatte. Weil es uns halt wichtig ist, dass Innovation, dass wir halt coole neue Sachen erfinden. Klar, Vasen gibt es schon, aber ja. Hier seht ihr auch, wir haben auch Goldspray, wir haben auch andere Farben an Filament und das ist so wie Autolack eigentlich, den sprüht man drauf, der trocknet einen Tag und dann glänzt das schon schön Gold. Die habe ich jetzt leider nicht mit dabei, die steht bei meiner Mutter in der Arbeit auf dem Schreibtisch, weil sie so schön fand. Ja, das war meine Präsentation. Wenn ihr noch Fragen habt, ich stehe gerne offen für Fragen und ja.